Moin zu dieser Ausgabe von Creator News. Ich bin Daniel und habe wieder eine Menge Updates für euch dabei. Alle Infos findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt durch. Ja, Good News vorab. Wir haben euch gehört. Ihr könnt jetzt Thumbnails für eure Shorts einstellen. Wenn euer Short fertig ist, tippt ihr einfach auf der Seite Details hinzufügen auf dem vorgeschlagenen Thumbnail auf dieses kleine Bleistiftsymbol. Wählt dann ein Frame aus dem Video aus, der euch gut gefällt. Und wenn das Thumbnail dann fertig ausgewählt ist, klickt ihr auf den Fertig-Button. Los geht's und euer Short erscheint mit einem schön von euch ausgewählten Thumbnail. Ja, wir haben weitere gute News für angehende YouTube-Partner. Wir haben nämlich die Teilnahmevoraussetzung für das YouTube-Partner-Programm gelockert. Creator, die die Voraussetzungen erfüllen, können dann ihre eigenen Produkte über YouTube Shopping promoten, Funktionen wie Super Thanks, Super Chat, Super Stickers oder die Kanalmitgliedschaft nutzen. Außerdem haben sie dann die Möglichkeit, das YouTube Creator Support Team direkt zu kontaktieren. Voraussetzungen für die Teilnahme sind nun 500 Abonnenten, 3 veröffentlichte Uploads in den letzten 90 Tagen und entweder 3000 Stunden Wiedergabezeit von Videos im Langformat über das letzte Jahr gesehen oder 3 Millionen Aufrufe von Shorts in den letzten 90 Tagen. Ja, bewerben könnt ihr euch ganz einfach direkt im YouTube Studio unter dem Punkt Einnahmen. Und falls ihr die Teilnahmevoraussetzungen noch nicht erfüllt, könnt ihr hier auch sehen, was genau noch fehlt. Ihr habt auch die Möglichkeit, euch per E-Mail-Benachrichtigung informieren zu lassen, sobald ihr euch bewerben könnt. Ein ausführliches Video generell zu dem Thema haben wir euch auch unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, viele von euch wünschen sich mehr Möglichkeiten, eure Fans über anstehende Livestreams direkt zu informieren. Deshalb gibt es jetzt bei Posts, in denen Livestreams oder Premieren angekündigt werden, unten die Schaltfläche Benachrichtigung aktivieren. Wenn Fans darauf klicken, werden sie benachrichtigt, sobald die Premiere oder der Livestream losgeht. Durch diese neue Funktion denken wir, dass noch mehr Fans auf euren Livestream aufmerksam werden. Mehr Infos wie immer unten in der Beschreibung. Ja, ihr streamt und ihr möchtet mehr Geld verdienen, dann hört genau zu. Mit der Option zur Automatisierung von Anzeigen können nämlich in Livestreams automatisch Midroll-Anzeigen in einem von euch vorab festgelegten Intervall eingefügt werden. Über die Schaltfläche Werbung überspringen lässt sich die Wiedergabe dieser automatischen Midrolls aber weiterhin abbrechen. Ja, wie funktioniert das Ganze? Ihr aktiviert diese Automatisierung direkt im Stream-Dashboard, indem ihr hier auf Bearbeiten klickt und dann auf Monetarisierung. Achtet darauf, dass die Monetarisierung generell aktiviert ist. Dann setzt ihr einfach ein Häkchen im Feld unter den Anzeigeeinstellungen für Livestreams und automatisch platzierte Midrolls werden direkt aktiviert. Klickt auf Speichern und unten im Dashboard sollte dann ein Bestätigungs-Pop-up erscheinen, das euch zeigt, dass alles funktioniert. Ja, Zuschauer können jetzt auch auf Dinge reagieren, die in den Streams passieren. Ja, und mit diesen Reaktionen direkt im Stream noch mehr Support zeigen. Wir hoffen, dass diese Funktion den Austausch mit euren Fans noch unterhaltsamer macht, noch spannender macht und dass noch mehr Wertschätzung über Fans bei euch rüberkommt. Gute News für die Rollenverteilung von Admins. Für Administratoren und Bearbeiter haben wir nämlich neue Funktionen freigeschaltet. Sie können nämlich jetzt in der YouTube-App unter anderem Shorts hochladen, Beiträge veröffentlichen, Inhalte kommentieren und Playlists verwalten. Und ihre jeweiligen Rollen können Nutzer ganz einfach sehen, wenn sie auf ihr Profilbild klicken und dann auf ihren Namen tippen. Ja, und hier könnt ihr die Kanalberechtigung direkt verwalten. Ruft im YouTube Studio einfach Einstellungen auf und geht dann auf Berechtigung. Ja, und ihr wisst, wir nehmen uns euer Feedback immer sehr zu Herzen. Und so können nun auch auf vielfachen Wunsch von einigen von euch hin die Inhalte auf der Kanalseite wieder nach Älteste zuerst sortiert werden. Die Option gibt es auf Smartphones und Computern und auf den Tabs Videos und Live. Ja, wir haben weitere gute News für Analytics-Nutzer.
Auf dem Tab Umsatz in YouTube Analytics werden eure Einnahmen ab sofort nach Umsatzquellen aufgelistet. So seht ihr unter anderem, wie viel ihr mit euren Anzeigen auf der Wiedergabeseite, im Shorts-Feed oder mit der Kanalmitgliedschaft, Supers und Shopping verdient. Ein neuer Bericht in Analytics verrät euch außerdem, welche Arten von Inhalten sich eure Zuschauer auf anderen Kanälen ansehen und welche Veränderungen es dabei im Laufe der Zeit gibt. Ja, und schließlich haben wir in Analytics den Bericht Zuschauer in verschiedenen Formaten eingeführt. Darin werden Zuschauer, die sich eure Inhalte ansehen, nach Format aufgeschlüsselt. Also wie viel Anteile an Videos im Longformat, Shorts oder Livestreams sie sich auf YouTube anschauen. Ja, Community-Tab-Updates gibt es auch. Mit erweiterten Funktionen können nämlich alle Creator unabhängig von ihrer Abo-Anzahl auf dem Community-Tab Beiträge posten. Wenn du es ausprobieren willst, tippst du in YouTube oder in der YouTube-App auf Beitrag erstellen, um zu sehen, ob die Funktion schon freigeschaltet ist. Alternativ findet ihr es aber auch in YouTube Studio heraus, wenn ihr auf Einstellungen, Kanal und Verfügbarkeiten einfach klickt. Ihr könnt jetzt auch einstellen, dass eure Community-Beiträge nach 24 Stunden gelöscht werden, ja? Also dass sie nur einen Tag bestehen bleiben. Wenn ihr das ausprobieren möchtet, tippt ihr auf dem Smartphone auf diese kleine Sanduhr und legt eine Anzeigedauer fest, bevor ihr den Beitrag veröffentlicht. Short and sweet, wir hoffen, wenn der Beitrag nur 24 Stunden online ist, noch mehr Reaktionen von euren Fans zu erhalten. Ja, und that's a wrap. Lasst uns gern einen Kommentar da. Welches unserer Updates fandet ihr am hilfreichsten? Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst ein Abo da, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Thank you.